Eine Nase, klein wie die eines Widerschafs. Lampi-Ohren und ein freundlicher Charakter. Zwerg-Widerhase. Die haben die Züchter am Wochenende zu Camelon ihr Alle de la Marelle ausgestellt. Hinter dieser Ausstellung steckt die Ornithologische Gesellschaft von Camelon zusammen mit dem welschen Club vom Zwerg-Widerhase. Über 500 Exemplare, rund 100 Züchter und zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Ich habe Küngeli gesucht, um anfangen zu züchten. Pour commencer un élevage. Moi, ça me fait rien de... Für mich ist es nichts Spezielles. Es sind Kinder, die aufgeregt sind. Henri, il veut la lapin maintenant. Er will unbedingt einen Hase. Wollt ihr auch einen? Ja, ich will einen Küngel. Warum? Weil sie herzig sind. Die Hasen werden bewertet, ein paar werden verkauft. Und auch wenn das nicht das Ziel ist der Züchter, ein Teil der Hasen, die übrig geblieben werden, gemetzelt. Seit 40 Jahren züchtet Daniel Grossenbacher Zwerg-Widerhasen. Dieses Jahr hat er rund 30 Tiere aufgezogen. 5 von denen hat der Züchter aus Le Locle mitgenommen. Wenn man ein Rassetier züchtet, dann macht man eine Auswahl. Also wählt man die schönsten aus. Hasen züchten. Ein Hobby, das einem jeden Tag braucht. Es wird zu einer Leidenschaft, die Jungen im Frühling vorzubereiten, sie sich entwickeln zu sehen und dann im Winter an Ausstellungen zu gehen. Und wenn die Ausstellungen vorbei sind, ist es die Freude am Auslesen, welches Männchen und welches Weibchen man kreuzt, um vielleicht das bestmögliche Tier zu bekommen. Eine Leidenschaft, die kein Geld reinbringt. Der Präsident der Ornithologischen Gesellschaft von Camelon ist froh, dass er sich mit dem welschen Club vom Zwerg-Widerhase zusammentun konnte. Im Raum Camelon gäbe es nicht mehr genug Züchter, um eine Ausstellung selber zu organisieren. Das Durchschnittsalter der Züchter steigt, glaube ich, jedes Jahr, was sehr traurig ist. Es gibt kaum Nachwuchs und es wird kompliziert, Kleintiere zu züchten. Zum einen wegen der Normen. Das verstehe ich auch, dass man Normen braucht. Es braucht immer mehr Platz und mehr Geld. Und darum verstehe ich auch, dass immer wie weniger Leute Lust haben, sich 18 Küngel aufzuhalsen und sie jeden Abend während einer Stunde zu füttern. Die Zahl der Käufer sei in den letzten Jahren zurückgegangen, so die Organisatoren. Trotzdem. Der Charme des Zwergwiderhas überzeugt die Besuchenden immer wieder. Ich habe schon mit Feldhasen angefangen, aber der Charakter entspricht mir nicht. Und weil es bei mir daheim familiär ist, mit Kind und so, interessiere ich mich für kleinere Rassen, die man besser streicheln kann.